Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Nether zusammen mit Boom. Hallöchen. Hallo. Und irgendwie stimmt's hier nicht mehr. Wir haben uns das letzte Mal ja eigentlich in diesem komischen Ödland ausgelockt. Jetzt sind wir mitten in einer Stadt mit einer Waffe, die ich nicht kenne und einer Lebensenergieanzahl, die nicht so prickelnd ist. Und bei dir ist das auch so, ne? Ja. Ist auch, also ich kann mal endlich eine Waffe und... Ist, ja? Er ist davor. Ich weiß nicht, ob es ein dickes Update gab und man dann irgendwie zurückgesetzt wurde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber meine Skillpunkte habe ich noch, nach wie vor. Ja, ich auch. Ja, aber wir waren in diesem komischen Ödland und hatten da ja noch irgendwelche Leute abgeknallt oder versucht. Zumindest versucht, die waren ja dann weg. Ja, ja. Und sind wir auf immer hier. Seitdem haben wir ja auch es nicht geschafft, das weiter mal zu spielen. Ne, leider nicht. Gar nicht. Echt, ich weiß gar nicht, wie lange das her. Ein paar Wochen? Zwei Wochen vielleicht? 3 Wochen bestimmt, ja. Also es ging echt wenig jetzt die Tage bei uns. Ja. Oder Wochen. Das ist wahr. Sowohl bei dir als auch bei mir. Schlimm, schlimm, schlimm. Sowohl das heißt, motivationstechnisch, das heißt, als auch zeittechnisch. Ja, ja, wenn mal die Zeit war, war die Motivation nicht da. Schlimm. Naja, gut. Ey, wo wollen wir uns treffen dann? Irgendwo mittendrin. Im Rotlichtmilieu, oder? Das können wir machen. Oder oben ist ein abgestürzter Heli auf dem Dach. Krass. Und die Waffe ist so assi, die ich habe. Das ist... Ich habe aber 0 Schuss, glaube ich. Ja, ja, es klickt. Ich habe 2, warum auch immer. Es klickt. Klickt einfach nur. Spielermäßig sind wir um die 20. Weiß natürlich jetzt nicht. Mal sehen, was wir hier alles so antreffen werden. Updates weiß ich auch nicht, was kam. Das macht ja immer automatisch. Das checke ich dann ja so nicht. Und hier kann ich einen Schlafsack durchsuchen. Das ist sehr gut. Machen wir gleich mal. Was haben wir hier? Irgendwas und irgendwas anderes. Metal Pipe. Gecraftet habe ich übrigens noch gar nichts hier irgendwie. Noch nie gemacht. Die Pistole haben wir auch noch. 19 Schuss und 9 zum Nachladen. Komisch. Oh, hier schießt jemand. Oh, ich will hier runter vom Haus, damit ich mitmachen kann. Und sterben kann, damit ich in der Nähe vom Boom bin. Shotgun. Aber ich... Also, ganz kurz mal für die Leute bei Nether, ne, fragen wir nicht mehr mit Friendly und so. Wir schießen jetzt ab sofort auf jeden und einfach. Weil das ist halt so, hier bei dem Spiel. Okay, wer hat jetzt geschossen? Das Visier ist so asozial, das ist der Hammer. Ist sogar ein Bücherregal, was ich durchsuchen kann. Und finde eine Crowbar und Geld. Finde ich gut. Scheiße, kann ich das Visier nicht abreißen? Und warum führt dann gelbes und ein... Ach so, deswegen. 275, 290. Alter, wenn ich da jemanden sehe, der zoomt ja erstmal 3 Wochen rein und dann ist die Sensi extrem hoch. Da treffe ich doch nix. Mit dem Teil, hier kann man Auto durchsuchen, das machen wir mal. Küchenmesser war Standard, ne? Küchenmesser war Standard. Ich hätte eine Crowbar, wenn alle Stränge reißen noch für dich. Ach so, Essen alles, wird ja keine Lebensmittel. Alles aus. Stimmt da alles so schnell aus? Warte mal, jetzt muss ich hier mal gucken. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt hier, wie sich das anfühlt vom Spielen her. Guckt das auf einmal alles so schnell vorher, vom Maus. Boah, da haben wir noch richtig. Alter, wie die Knarre knallt, ist ja der Hammer. Ich hab eine Pumpe mit 1 Schuss. Ach, super, reicht ja erstmal. Ich hab jetzt auch die 2 Schuss verbraucht von der Waffe. Und da ist ein großer Dicker. Uiuiui. Vielleicht mal Level 8 hier. Investieren wir die Punkte mal. Wo war das jetzt gleich schon wieder? Charakter. Ach hier. Komm, machen wir so. Ich verlasse das Gebäude hier lieber nicht, Alter. Ich gehe raus und hier sind eine große Dicke hier und ein Fliegender. Ja, das ist ja auch spitze. Das ist uncool. Das ist ja ein guter Start in Nether heute. Ja, ja, ja. Wir müssten ja immer noch das Global Inventory... Warum kann ich das hier nicht looten, obwohl es blinkt? Ach jetzt. Das Inventar müsste immer noch voll sein, ne? Mit diesen ganzen Waffen, die wir mal aufgehoben haben da. Irgendwann. Eigentlich ja. Ich hoffe, das ist nicht alles weg. Da hat doch was geblinkt. Geh ich denn jetzt hier hin am besten eigentlich? Ich gehe schon so halb richtig ein. Ich kann aber versuchen, relativ schnell zu dir noch mitzukommen. Allerdings brauche ich Lebensenergie. Die passt nicht nur du. Ja. Jawohl, Level 9 noch bekommen, obwohl ich einfach nur durch eine Gasse laufe. Das ist ein Traum gerade. Was haben wir hier? Was ist das nächste? Ich geh mal auf ganz hier, YOLO. Mach ich mal. Okay. YOLO? YOLO!
haben wir da. Oh, die Box gibt's auch. Gibt's übrigens auf RTL auch so eine Kinderserie, da ist Oyolo. Echt? Ja, die kommen jetzt Samstag Vormittag, da kommen so Wissenswertes. Okay. Interessant. Aber das Wichtigste auch geklärt. Oh, hier kommt irgendwas. Was war das? Ein Viech, was hat denn der getriggert? Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Hier haben wir noch einen lecker Schrank. Huch. Na, hallo? Also irgendwie läuft das Spiel komischer als vorher, habe ich das Gefühl. Läuft alles hier. Oh, der Crowbar, sehr gut. Und was das hier retten? Ja, tatsächlich. Ich habe Zigaretten und eine Crowbar. Jetzt, dass ich mal durch bin. Ja. Wo ist jetzt die Crowbar hier? Zigaretten, was bringen die mir? Silverfire, Deadly Monster, what the hell, ja. Achso, das ist wohl extrem viel wert, das Zeug. Relativ viel. Black Lunge heißt die Zigarette. Black Lunge. Die Zigarettenmarke. Black Lunge. Ah ja. Oh, lass mal eine Black Lunge rüberwachsen, ey. Hammer. Ja, wo gehe ich denn jetzt hier hin? Ja, achso, in deine Richtung wollte ich. Warum leuchtet denn hier so wenig? Ruhig mal ein bisschen mehr leuchten. Ah, hier leuchten Müllcontainer. Na, siehst du. Guck mal hier. Aber jetzt mein Trinken alle und jetzt geht's bestimmt ganz schnell bergab bei mir. Trinken? Achso. Na, Energie. Trinken, Wasser, ja. Essen. Also, irgendwie, das sieht irgendwie komischer aus, habe ich alles das Gefühl. Das wirkt irgendwie so. Ja, so wahrscheinlich, weil wir es uns, weil wir so lange nicht gespielt haben. Was da? Oh, da ist ein großer, da gehen wir mal, da laufen wir mal einen Bogen. Bogen? Bogen, huh? In Umbogen? Ja, Umbogen. Ja, kotz mich halt erstmal an. Level 10. Scheiße, 680 live. Das ist doch kacke. Ich brauch Bandagen. Mist, da hab ich glaube ich auch ein Globe Inventory. Vielleicht. Ah, ich komme in der Safe Zone vorbei. Wo ist denn jetzt mein. Ach, da bin ich. Ich bin tot. Du bist tot? Wo kommt denn der jetzt? Jetzt ist der her? Dicke auf einmal da. Nee, ist klar, wo kommt denn der jetzt bitte her? Ey, jetzt werde ich von hinten erschossen oder was? Das würde ich jetzt gerne eigentlich nochmal sehen, aber das geht ja bitte nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab einen Dicken erledigt. Da kann man gleich mal sein Gebiss mitnehmen, ist ja cool. Gut, da bekomme ich instant mal eine Nachricht. Und zwar. Bist no da von Eclipse. Vielleicht können wir dann ein Rundchen Kott machen oder so nach der Aufnahme hier. Wenn du möchtest. Natürlich. Und nur wenn du möchtest. Ich möchte unbedingt. Oh, ich würde so gern Kott 2 aufnehmen, weil für die Zuschauer mal kurz, wir zocken ja mal außerhalb der Aufnahmen, zocken wir ja oft Call of Duty 2, was ja immer noch mit der geilsten Teile eigentlich ist. Und. Ich habe mal eine Folge rausgehauen, da ging es aufzunehmen und jetzt, es geht einfach nicht mehr. Auch bei Boom nicht. Bei Boom haben wir es auch schon probiert mit der Aufnahme. Ja, gar nicht. Die FPS, die fliegen absolut in den Keller. Ich habe gar keine Ahnung warum. Läuft ja lang. Der Typ ist voll bepackt und hat mich von hinten erschossen. Ich könnte kotzen schon wieder. Hammer. Geht schon wieder gut los. Jetzt alles wieder weg hier. Und ich bin Level 10 grad. Ich, so gut war ich noch nie. Yo, warte mal, ich muss mal ganz schnell schreiben. Tut mir leid, Leute, dass ich hier nochmal. Yo, nehm auf. So. Ach, jetzt bin ich in diesem scheiß Ödland oder was? Nee. Echt jetzt? Boah, das ist doch russisch, ey. Nee, warte, das bist du gar nicht. Ach, da unten. Hm. Oh, Supplies are being dropped in irgendeinem Park. Loot Drop ist direkt vor mir. Krass. Gehen wir mal hin, vielleicht haben wir Glück, wie das letzte Mal. Schauen wir uns den Mist mal an. Ich hätte natürlich gerne Hilfe. Die finden wir vielleicht. Da, das vielleicht. Oh, ich wurde getriggert von rechts. Nein! Waffe alle! Oh, zwei davon. Oh, da kommt wohl das SKP. Level 13 erreicht. Alter, hier kriegst du Level 8 vom Gegner, hab ich das Gefühl. Ja, oh, hier Bandagen. Die großen und dicken kalt machst. Bandagen gleich mal instant. Achso, das habe ich im Schnellinventar. Warte, 6. Wow, 539 haben wir jetzt.
Kann ich hier nicht irgendwie auf Lebensenergie gehen, wenn ich das Level, dass ich dann wieder voll bin oder sowas, stärke? Ausdauer. Ausdauer ist vielleicht nicht so verkehrt. Und vielleicht ein bisschen Stärke. Alter, teleportiert sich ein Vieh und sieht mich nicht. Krass. Glück gehabt. Nether Skin, was auch immer. Nether Bone. Krasse Scheiße. Ich muss irgendwie, wir müssen irgendwie in die Safe Zone hier hoch. Jetzt fallen auch noch Schüsse. Oh. Ah, ich kann mir jetzt Wegpunkte setzen, ne? Ich weiß nicht, wohin hier mit mir. Mal so. Habe ich da jetzt ein... Ist das der blaue Dingens jetzt? Warte mal, ob ich das jetzt so mache und so. Ist das blaue woanders? Tatsächlich, dann mache ich das so. Okay, das Vieh, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen schleichen, weil das Vieh... Wir können uns nicht mehr so viele Kämpfe leisten. Zumal wir auch keine Schusswaffe mehr haben. Allerdings haben wir ein paar Level-Up-Möglichkeiten. Die habe ich gerade ausgeschöpft, oder? Ich gerade ausgeschöpft. $1894 haben wir dabei. Meine Fresse. Ich will in die Safe Zone. Ja, geht auch nicht so gut. Dann finde ich mal. Achso. Finde ich mal was zum Looten und dann kommt da ein Strauß. Echt nicht? Ich muss sagen, ich habe relativ viel Glück mit dem Loot. Also hier scheint gerade. Hier scheint nicht eine geile Ecke erwischt zu haben. Oh, das ist ein dicker. Ach du Scheiße. Direkt neben dem Krankenwagen, wo ich hin will. Oh, hat er mich gesehen? Der hat mich gesehen. Ich bin also klinisch tot. So schlimm. Oh Gott, das hat mich der Nächste gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist ja ein schöner Anfang hier heute. Oh, der Dicke. Von das Schlimme ist, du wirst die Viecher auch nicht mehr los, ne? Jetzt. Der Dicke, der teleportiert. Vor allem, du läufst vor ihm weg, hängst ihn quasi ab, dann floppt er weg und floppt vor dir wieder auf. Und dann hast du wieder dasselbe Rennen nochmal erneut. Das sind zwei verschiedene Viecher auch. Okay, da habe ich mich in eine Safe Zone versetzt. Jetzt bin ich da bei dir da in der Nähe. So. Aber ich weiß nicht, ob ich noch lange lebe, ehrlich gesagt. Hätte ich gar nicht. Beim Loot Drop? Da war ich in der Nähe. Zeigt mir dich schon bitte gar nicht mehr an. Ich kann nicht schlagen? Warum kann ich nicht schlagen? Boah, fuck! Wo die alle auf einmal herkommen? Ich bin tot. Alter, was alles auf dem Boden liegt jetzt. Eigentlich nur Trash-Scheiße, Mist. Nur Trash-Loot. Scheiße. Also ich wäre jetzt hier in der Safe-Zone und könnte jetzt mal kurz auf dich warten. Ja, ich schau mal gleich, wo ich spawne. Geht's hier auch weiter, oder? Ja, bis jetzt, ja, im Global Inventory habe ich ein bisschen Zeug, ne? Wieso kann ich jetzt hier nicht, ich sehe meine Stelle, wo ich gestorben bin, aber mehr nicht. Geht hier nicht weiter. Ach, jetzt? Nee. Vielleicht bloß noch ein Kamerawinkel. Escape geht auch nicht. Nanu, was muss ich machen? Nanu? Ja, Leute, muss ich mal kurz so mit Alte 4 beenden und nochmal raufconnecten? Das ist ja komisch. So, da sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Ich musste ja das Spiel leider neu starten. Und warum blinkt unten rechts meine Lebensenergieanzeige, das Plus? Bei mir ist das auch. Ach, das ist okay. Deine Herzfrequenz. Ja. Dein Puls. Ich bin in einer großen Safe Zone. Also hier, Lakeside. Ja, da bin ich auch. Da müssten uns bloß mal neue adden, ne? Ich kann dich ja mal da hinzufügen. Hier. Ach so oder so. Alles klar. So. Jo, alles klar, sind wir echt in seinem Ding, das ist sehr gut. Na hier da. Und das läuft wieder jetzt beschissen. Jetzt muss ich wieder, pass auf. Für die Leute von euch, die auch so ein bisschen Performance-Probleme haben. Einmal alles komplett ausschalten. So. So, jetzt geht's. Und dann wieder die ganze Kacke anmachen. Wie auf Distance habe ich jetzt unten gelassen, so. Und dann geht's. Dann habe ich jetzt dieselben FPS wie jetzt bei der niedrigen Grafik. Wenn man die wieder hochstellt, das ist irgendwie buggy. Ich weiß es nicht. Hä? Es leuchtet. Achso. Can't fire in a safe zone. Wollte ich auch nicht machen. Ich wollte zoomen mit Rechtsklick wie in Desert. Naja. Ich komme erstmal hier runter. Ich bin in diesem komischen Hochhaus ganz oben gespawnt.
Stürmischen Hilfreis? Wann ist ich bin in der Mitte, wo die große Statue ist. 15 FPS jetzt. Juhu. Oh, Mensch. Das ist ja 15 mehr als ich. Ach, die Scheiße. Na, da sehe ich dich. Bist du das da? Ja, nee, Rico LP und Co. steht hier da. Da, ach so, Hopp. Ach, du bist immer noch Hopp, das Boom. Ich bin immer noch Hobbidi Hopp. Hobbidi Hopp, Hobbidi. Hobbidi Hopp, Hopp. Weißt du noch, wo die Stelle war mit dem Global Inventory? Ja, warte, komm mit. Ja. Ich hab keine Ausdauer mehr, Moment. Dauert alles ein bisschen gerade. Ja. Achso, da reinfuchsen so. Wir halt. Ach hier, Market, ich kann es schon machen. Cool. Erstmal so. Da reinfuchsen. Oh. Ein Health Pack. Granaten, Messer. Die ganzen Riverside. Willst du dich verarschen? Wo sind die ganzen Waffen bitte hin? Ach, hier sind sie ja. Gut.